Am Freitag, dem 9. September, war es soweit. Die Kammerspiele wurden nach dreijähriger Bauzeit unter dem Namen Theater Paderborn neu eröffnet. Kostümierte Jungschauspieler zitierten aus großen literarischen Werken. Mit Heinrich von Kleists Klassiker Das Käthchen von Heilbronn startet die Saison. Rund 400 geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft nahmen an der Eröffnungsfeier teil. Aber was für eine Bedeutung hat Kultur in der heutigen Zeit noch? Ist die klassische Kultur durch Internet und Fernsehen nicht längst überholt? Kultur ist Genuss und eine wunderbare Freizeitbeschäftigung. Und Paderborn hat ein wunderbares Theater, das heißt noch mehr Freude, noch mehr Freunde. Und vor dem Hintergrund kann man nur gratulieren, wir können uns gegenseitig gratulieren, dass uns dieses Werk gelungen ist in einer Zeit, wo Theater in der Regel nicht geöffnet, sondern geschlossen werden. Die geladenen Gäste fühlten sich im neuen Haus sichtlich wohl. Zwischen Sekt und Selters wurde sich angeregt über den Neubau unterhalten. Die Begeisterung war überall zu spüren. Doch was für ein Gefühl ist so eine große Neueröffnung für die Intendantin des Hauses? Ja, ein ganz tolles Gefühl. Es ist einfach wunderbar und ein wirklich großes Glück, dass wir dieses Haus haben und bekommen haben. Und ich denke, das ist auch ein Glück für die Stadt. Aber wenn wir die erste Hürde heute hinter uns genommen haben, dann, glaube ich, feiern wir und vor allem auch das Publikum. Alle freuen sich drauf. Und egal, ob man auf der Bühne steht oder hinter der Bühne, alle sind sie ganz glücklich. Auch Ute Schäfer, unsere Kulturministerin, wollte dieses einmalige Ereignis nicht verpassen. Empfangen vom Paderborner Bürgermeister und der Intendantin, zeigte sie sich sichtlich beeindruckt, was die Paderborner auf die Beine gestellt haben. Also es ist heute ein ganz besonderes Ereignis, weil ich glaube kaum, dass das noch ganz oft vorkommt, dass man ein Theater neu eröffnen kann. Und deswegen bin ich ja unglaublich gerne hergekommen, habe mich sehr gefreut und finde das fantastisch, dass die Stadt, aber auch der Kreis und viele Freunde und Förderer solche Unterstützung für Kunst und Kultur in Paderborn hier bieten. Und das ist schon was ganz Besonderes. Dann war es endlich soweit. Zum ersten Mal waren die 400 Plätze im neuen Saal eingenommen. Mit einer kurzen musikalischen Einlage war der kulturelle Genuss im gesamten Theaterraum zu spüren. Beeindruckt von der Akustik lauschten die Gäste der Musik. Nach den Festreden fehlte nur noch eins. Die symbolische Schlüsselübergabe. Bürgermeister Heinz Paus überreichte den Schlüssel an die Intendantin des Hauses. Doch dies alles würde es ohne den Gründerintendanten Elert Bode, der sich noch genau an die Anfänge des Theaters erinnert, nicht geben. Denn heute, exakt heute, vor 54 Jahren, mit wenig Sack und Pack in Paderborn eingerückt und zwei Monate später, am 9. November 1957, haben wir dann das Theater aufgemacht. Damals in der Aula des staatlichen Gymnasiums, des Theodorianum, was hier gegenüber ist. Zum ersten Mal öffnete sich der Vorhang. Das Käthchen von Heilbronn wird wohl nicht die letzte sein, die kulturellen Hochgenuss im Theater Paderborn bietet. Friedrich Graf Wetter vom Strahl hat mir mein Kind verführt. Meine Katharine, das ist mein Käthchen. Ostern 15 Jahre alt war. Gesund an Leib und Seele. Mein hoher Herr. Was willst du? Was ist des Busens? Still im Reich geschehen und Gott nicht straft. Das braucht kein Mensch zu wissen. Was sonst? Du schießest mich mit Füßen von dir. Mit Füßen?